Spätverkehrszeit im japanischen Osaka. Es ist Montagmorgen. Ein Pendlerzug bringt hunderte Menschen zur Arbeit. Die Passagiere fürchten, ihren Anschlusszug zu verpassen. Sie ahnen nicht, dass es für viele von ihnen die letzte Fahrt sein wird, bis es zu spät ist. Katastrophen geschehen nicht einfach. Sie sind das Ergebnis einer Verkettung unglücklicher Ereignisse. Wir haben nachgeforscht und enträtseln die letzten Sekunden vor dem Unglück. Japan. Die Fukushiyama-Zuglinie in der Präfektur Hyogo. Es ist der 25. April 2005. Zu Stoßzeiten drängen sich auf den Bahnsteigen zahlreiche Menschen. 8.53 Uhr. Der 23-jährige Ryojiro Takami arbeitet seit 11 Monaten als Zugführer. Takarazuka. Hier endet der Schnellzug 5418M. An beiden Enden des Zuges befindet sich je eine Führerkabine. Daher tauschen Zugführer Takami und sein 42-jähriger Zugbegleiter Masatoshi Matsushita für den Rückweg die Kabinen. Was ist denn da? Hoi! Die andere Endhaltestelle von Schnellzug 5418M ist Amagasaki, 7 Stationen entfernt. Von dort bringt ein Anschlusszug die Passagiere nach Osaka. In Takarazuka steigt der 35-jährige Redakteur Satoshi Ogura in den 2. Waggon. Mit diesem Zug fuhr ich jeden Tag nach Osaka zur Arbeit. Dabei saß ich immer auf dem gleichen Platz im 2. Wagen. Täglich pendeln über 1 Million Menschen nach Osaka. Die meisten von ihnen kommen mit dem Zug aus den umliegenden Vorstädten und Ortschaften. Osaka zählt zu den größten Ballungsgebieten der Welt. 4 Jahre lang fuhr ich täglich diese Strecke, immer im gleichen Wagen. Deshalb waren mir die Gesichter und die Menschen gut vertraut. Ich hatte Kopfhörer auf und hörte Musik. Bei der Abfahrt schlief ich ein. Bahnhof Kawanishi Ikeda. Auf dem Bahnsteig drängen sich die Menschen. Immer mehr Passagiere zwängen sich in den Zug. In den strengen japanischen Zugfahrplänen sind Verspätungen nicht vorgesehen. Plangemäß hält der Schnellzug 5418M nicht an der nächsten Station, sondern fährt mit 120 Kilometern pro Stunde durch. Waggon 5. Der 19-jährige Student Tomokazu Chatani befindet sich auf dem Weg zur Universität in der Präfektur Kyoto. Es war ein ganz normaler Tag. Es fühlte sich an wie jeder andere Wochenanfang. Für Tomokazu beginnt ein neues Semester.
Die Einführungsveranstaltungen waren vorbei. An diesem Tag gingen die richtigen Vorlesungen los. Kurz vor der Einfahrt in den Bahnhof Itami ertönt in der Fahrerkabine ein Alarm. Der Zug hat die erlaubte Geschwindigkeit überschritten. Doch Zugführer Takami hört den Warnton nicht oder ignoriert ihn absichtlich. In der hinteren Fahrerkabine bemerkt sein Zugbegleiter, dass sie sich der Station viel zu schnell nähern. Er greift nach der Notbremse. Doch Takami betätigt die Bremse gerade noch rechtzeitig. Mit quietschenden Rädern kommt der Zug im Bahnhof Itami abrupt zum Stehen. Ein so ruckartiges Bremsmanöver wie in Itami hatte ich noch nie erlebt. Das hat mich ziemlich überrascht. Deshalb fiel es mir auch auf, obwohl ich gerade gelesen hatte. Der Zug hat den Bahnsteig ein ganzes Stück verfehlt, um mehr als 3 Wagenlängen. Takami verständigt sich mit seinem Zugbegleiter über das interne Telefon. Ich fahre den Zug in die normale Halteposition zurück. Normalerweise steht der 5. Wagen nie an der Position, an der der 1. Wagen halten sollte. Während des Rangiervorgangs macht Zugbegleiter Matsushita eine Durchsage. Sehr geehrte Fahrgäste, ich weise Sie darauf hin, dass der Zug jetzt etwas zurücksetzt. Noch nie hatte ich mitbekommen, dass ein Zug zurückfahren muss. Davon war ich ziemlich überrascht. Ich war entsetzt, dass der Zug so weit gefahren war, dass er wieder zurückfahren musste. Inzwischen liegt der Zug 1 Minute und 20 Sekunden hinter dem Fahrplan zurück. Bei der Abfahrt in Itami ging ein Ruck durch den Zug. Der Fahrer hatte es offenbar eilig. Der Zug rast dem Bahnhof Amagasaki entgegen. Ich hatte das Gefühl, dass der Zug zu schnell fuhr. Waggon 2. Der Zug fing an zu rattern und zu wackeln. Davon bin ich aufgewacht. Ich hörte ein Donnern in der Ferne. Auf einmal schien der Zug umzukippen. Es gab einen Knall und alles drehte sich. Plötzlich fiel das Licht aus und es wurde dunkel. Richtig finster.
Ich wurde von meinem Sitzplatz durchs Abteil geschleudert. Alle Passagiere in diesem engen Abteil flogen in dieselbe Richtung, also auch ich. Ich erinnere mich, wie ich auf andere Menschen fiel. Der Wagen schwankte fürchterlich. Wenn ich mich nicht an etwas festgehalten hätte, wäre ich wer weiß wohin gestürzt. Es kam mir so vor, als würden alle Fahrgäste übereinander fallen. Und genau das taten sie wohl auch. Ich muss auf irgendetwas gefallen sein. Aber ich kann mich überhaupt nicht an einen Aufprall erinnern. Ich hatte große Angst. Ich wusste nicht, was passiert war. Der Zug ist in ein Mehrfamilienhaus gerast. Kurz vor dem Bahnhof Amagasaki. Zugführer Ryojiro Takami kam dabei ums Leben. Satoshi Ogura liegt im zweiten Waggon, der stark beschädigt wurde. Sein Bein ist eingeklemmt. Zuerst war es totenstill. Ich dachte schon, niemand hätte überlebt. Aber dann sah ich direkt vor mir eine Frau. Sie rief: Meine Tochter ist hier irgendwo. Bitte finden Sie mein Kind. Nach einer Weile bemerkte ich, wie die Menschen langsam wieder zu sich kamen. Nachdem sich mehrere aufgerappelt hatten, gelang es mir, mein Bein zu befreien. Ich schob einen Sitz zur Seite und konnte mein Bein herausziehen. Satoshi ist endlich frei und sucht nach dem vermissten Kind. Ungeachtet seines gebrochenen Knöchels trägt er das gesuchte Mädchen aus dem zerstörten Zug. Natürlich freue ich mich über die Rettung des Mädchens. Aber in dieser Situation war es einfach nur pures Glück, überlebt zu haben. Satoshi wird mit einem gebrochenen Knöchel und einer schweren Halsverletzung ins Krankenhaus eingeliefert. Vier Waggons von Schnellzug 5418M sind entgleist, kurz vor dem Bahnhof Amagasaki. Der erste Waggon ist in das Parkdeck des Mehrfamilienhauses gerast, das direkt an den Gleisen steht. Der zweite Waggon wurde L-förmig an die Hauswand gepresst. Mit der Zeit tauchten unter den Toten immer mehr Gesichter auf, die ich aus der Bahn kannte. Das war ein großer Schock für mich. Musik
Bei dem Zugunglück von Amagasaki kamen 107 Menschen ums Leben. 562 wurden verletzt. Allein in den ersten beiden Waggons starben 99 Menschen. Wir rekonstruieren die Ereignisse am Unglückstag und verfolgen die Ermittlungen, damit wir verstehen, wie es zu dem schlimmsten Zugunglück in Japan seit 40 Jahren kommen konnte. Die japanische Verkehrssicherheitsbehörde wird mit der Untersuchung des Unglücks beauftragt. Millionen Pendler nutzen diese Bahnstrecke täglich. Daher müssen die Behörden das Unglück so schnell wie möglich aufklären, sonst könnte sich die Tragödie womöglich wiederholen. Die Spurensuche beginnt an der Unglücksstelle. Jeff Thorne ist mit dieser Vorgehensweise vertraut. Der Brite war früher selbst Sachverständiger für Zugunglücke und prüft für uns den offiziellen Untersuchungsbericht. Für einen entgleisten Zug kommen mehrere Ursachen in Betracht. Darunter fallen auch eventuelle Defekte am Zug oder möglicherweise beschädigte Gleise. Daher müssen die Sachkundigen sowohl Zug als auch Gleise untersuchen. Die japanischen Ermittler durchforsten zunächst das Gleisstück vor dem Bahnhof Amagasaki. Dort stoßen sie auf einen ersten Hinweis. An mehreren Stellen finden sie auf den Schienen den Staub von zermahlenen Steinen. Verursachte womöglich Sabotage das Zugunglück? Hinweise auf Vandalismus müssen die Ermittler gründlich und ernsthaft verfolgen. Sie müssen der Möglichkeit nachgehen, dass jemand Steine auf die Gleise gelegt hat. Allerdings entgleist ein Zug erst bei einer relativ großen Steinmenge. Trotzdem bleibt die Möglichkeit bestehen. In Japan gab es schon Sabotageakte, die Züge entgleisen ließen. Im Jahr 1980 legten Schüler einen Betonblock auf die Schienen des Keihan-Elektrozuges. Dadurch sprangen die ersten beiden Waggons von den Schienen. Der Zug krachte in ein Haus. 104 Menschen wurden verletzt. Sollte ein Sabotageakt zum Unglück von Amagasaki geführt haben, befinden sich die Schuldigen noch auf freiem Fuß. Die Untersuchung der zermalmten Steine entkräftet die Theorie jedoch schnell. Bei den Steinsplittern handelte es sich um Gleisschotter, der den Schienen Halt gibt. Das war eine wichtige Erkenntnis. Der Schotter im Gleisbett hält die Schienen in ihrer Verankerung. Die Sachverständigen vermuten, dass die Räder des entgleisten vorderen Zugteils den Schotter im Gleisbett aufwirbelten und verteilten. Auf diese Weise gelangte Schotter auf die Gleise, den die Räder des hinteren Zugteils zu Splittern und Staub zermalmten. Das zermahlene Gestein war nicht Ursache des Unglücks, sondern vielmehr seine Folge. Vandalismus können die Sachverständigen als Unglücksursache ausschließen. Doch die Untersuchung der Gleise bringt sie auf eine neue Spur. Schnellzug 5418M entgleiste bei der Einfahrt in eine scharfe Kurve, die in den Bahnhof von Amagasaki mündet. Für viele Pendler ist der Bahnhof von Amagasaki ein wichtiges Drehkreuz in Richtung Osaka. Osaka gehört zu den Ballungszentren Japans. Daher pendeln viele Menschen täglich aus allen Richtungen in die Stadt. Musik
Dr. Luisa Rubenfien ist Expertin für den japanischen Schienenverkehr. Fast die Hälfte der Japaner ist täglich auf der Schiene unterwegs. Die Bahn ist elementarer Bestandteil des Alltags. Die japanischen Pendler stellen hohe Anforderungen an den Zugverkehr. Die Fahrpläne sind stark aufeinander abgestimmt. Zwischen der Ankunft eines Zuges und der Abfahrt des Anschlusszuges liegen oft nur wenige Sekunden. Daher müssen die Passagiere auf die Pünktlichkeit der Züge vertrauen. Im Jahr 1997 ließ die Bahngesellschaft JR West die Kurve vor dem Bahnhof Amagasaki umbauen. Der Radius wurde halbiert, von 600 Metern auf 304 Meter. Mit dem Bau dieser deutlich engeren Kurve wollte man die Verbindung nach Osaka verbessern. Sie sollte noch schneller, noch effizienter, noch direkter werden. Nach dem Umbau der Kurve erfolgte die Anpassung des Fahrplans. Die Strecke erhielt den knappsten Fahrplan der Gegend. Die neuen Vorgaben von JR West lassen keinen Raum für Abweichungen. Nur wenn Schnellzug 5418M pünktlich am Bahnhof Amagasaki eintrifft, erreichen die Fahrgäste ihre Anschlusszüge nach Osaka. Die Japaner haben kaum Toleranzen für Zugverspätungen. Daher bedeutet Pünktlichkeit in Japan sekundengenaue Ankunft der Züge. Durch die scharfe Kurve und den strengen Fahrplan wurde die Verbindung nach Osaka deutlich effizienter gestaltet. Jeff Thorne will überprüfen, welche Rolle die Kurve bei dem Zugunglück gespielt hat. Die Kurve vor dem Bahnhof Amagasaki weist einen Radius von gerade einmal 300 Metern auf. Das ist ziemlich eng, aber mit der vorgeschriebenen Geschwindigkeit gefahrlos möglich. Daher hängt alles von der Geschwindigkeit ab. Fährt ein Zug zu schnell in eine Kurve, kann er wegen der elementarsten Naturgesetze entgleisen. Bereits nach kurzer Zeit wird der Datenschreiber des Zuges aus den Trümmern geborgen. Er hat die Geschwindigkeit des Zuges aufgezeichnet. Die Daten zeigen, dass der Schnellzug mit 116 Kilometern pro Stunde in die Kurve einbog. Die Sachverständigen prüfen mit mehreren Simulationen, ob diese Geschwindigkeit angemessen war. Das Ergebnis ist eindeutig. Der Zug wäre in der Kurve schon bei 106 Kilometern pro Stunde entgleist. Das Entgleisen des Zuges war unvermeidlich. Eine Geschwindigkeitsüberschreitung in der engen Kurve muss also das tödliche Zugunglück verursacht haben. Die vorgeschriebene Höchstgeschwindigkeit in der Kurve beträgt 70 Kilometer pro Stunde. Doch warum fuhr der Zug über 40 Kilometer pro Stunde schneller als vorgeschrieben? Unfallgutachter müssen neben möglichen Fehlern im System und Materialversagen ebenso Menschen in die Gleichung einbeziehen. Die Aussagen des Zugbegleiters sollen helfen, die Beweggründe des Zugführers zu verstehen.
Matsushita erwähnt einen ungewöhnlichen Vorfall am Anfang der Zugfahrt. Dies ist seine Aussage. Etwa 8.53 Uhr bremste der Zug scharf, kurz vor dem Bahnhof Takarazuka. Der Zugführer hatte ein Haltesignal überfahren. Daraufhin bremste das Sicherheitssystem ATS den Zug automatisch ab. Der Zug verließ den Bahnhof Takarazuka anschließend mit 15 Sekunden Verspätung. Beim nächsten Halt in Itami fuhr der Zug 3 Wagenlängen zu weit. Als die hinteren Wagen den Bahnsteig von Itami erreichten, merkte ich, dass wir zu schnell waren. Der Zugführer muss zum Bahnhof zurücksetzen. Damit liegt sein Zug schon 1 Minute und 20 Sekunden hinter dem Fahrplan zurück. Doch die Verspätung ist nicht das einzige Problem. Der verfehlte Bahnsteig in Itami war ein klarer Verstoß gegen die Vorschriften. Diesen Verstoß muss der Zugbegleiter sofort melden und erklären. Zugführer Takami weiß, dass ihm jetzt ein Disziplinarverfahren bevorsteht. Kurz nach der Abfahrt ruft er Zugbegleiter Matsushita an. Können wir den Vorfall vergessen? Ich erinnere mich nicht mehr an den Wortlaut, aber ich sollte ein Auge zudrücken. Ich sollte behaupten, wir seien nur wenige Meter zu weit gefahren. Das wäre aber stark untertrieben gewesen. Der Zugführer war wegen des Vorfalls besorgt und wollte dem Zugbegleiter gut zureden. Während des Gesprächs beschwert sich ein Fahrgast beim Zugbegleiter über die Verspätung. Ihretwegen komme ich zu spät. Also sagte ich Takami, Sie fahren zu schnell, legte auf und ging zu dem Fahrgast. Der Zugführer dachte wohl, ich hätte ihn abgewimmelt. Die Vorschriften von JR West lassen dem Zugbegleiter keine Wahl. Er muss den Vorfall dem Kontrollzentrum melden. Und das unverzüglich. In Itami sind wir 8 Meter zu weit gefahren. Wir haben eine Verspätung. Ich schätzte, dass wir 30 bis 40 Meter zu weit gefahren waren. Ich hatte gehört, dass es bei 5 Metern nur eine geringe Strafe gäbe. Aber es waren definitiv keine 5 Meter. Also gab ich 8 Meter an. Takami hört die Meldung des Zugbegleiters an das Kontrollzentrum über Funk mit. Mit diesem Wissen im Hinterkopf steuert der junge Zugführer nun den Schnellzug in die Kurve. Doch die Analyse des Datenschreibers ergibt, dass Takami 4 Sekunden vor dem Entgleisen die Bremse zog. Trotz Bremsbetätigung verlor der Zug aber nicht an Geschwindigkeit. Auch dem Verkehrsingenieur Dr. Ryo Takagi liegt der Untersuchungsbericht vor. In diesen Zügen stehen dem Zugführer 3 verschiedene Bremsen zur Verfügung. Eine davon ist die Betriebsbremse. Mit ihr bremst der Zugführer im Normalfall ab. Dann gibt es noch eine zusätzliche Notbremse. Aus den Trümmern können die Ermittler Teile der Bremsanlage bergen. Doch bei ihrer Untersuchung erweisen sie sich als intakt. Die Bremsen müssen funktioniert haben. Allerdings hat der Zugführer das Bremssystem vor dem Unglück auf eine ungewöhnliche Weise benutzt.
Vor dem Unfall hat der Zugführer nicht die Notbremse gezogen. Bei 116 Kilometern pro Stunde, kurz vor dem Entgleisen, entschied er sich für die Betätigung der normalen Betriebsbremse. Und selbst beim Ziehen der Betriebsbremse nutzte er nicht die maximale Bremskraft aus. Wir haben keine Ahnung, warum. Der Verzicht auf die Notbremse lässt sich vielleicht dadurch erklären, dass der Zugführer der Bahngesellschaft jede Betätigung der Notbremse melden muss. Möglicherweise haben die strengen Firmenvorschriften Takamis Handeln beeinflusst. Vielleicht wollte der Unglücksfahrer auch einfach keine Notbremsung riskieren. In diesem Fall würde den strengen Unternehmensvorgaben eine Teilschuld am Unfall zukommen. Bahngesellschaften wie JR West stehen unter gewaltigem Druck. Sie müssen Gewinne einfahren. Die Züge müssen pünktlich ankommen. Es darf keine Verspätung geben. Unter diesen Umständen tritt der Sicherheitsaspekt manchmal leicht in den Hintergrund. Ryojiro Takami war zum Unglückszeitpunkt 23 Jahre alt und erst seit 11 Monaten als Zugführer angestellt. In dieser kurzen Zeit hatte es schon einmal einen Zwischenfall gegeben. Im Juni 2004, er war gerade 3 Wochen im Dienst, verfehlte er einen Bahnsteig um ganze 100 Meter. Daraufhin griff sein Arbeitgeber JR West zu der in diesem Fall üblichen Maßnahme und schickte ihn für 13 Tage zur Nachschulung. Angestellte, die einen Fehler begangen haben, werden zur Nachschulung geschickt. Nachschulungen sind in der japanischen Geschäftswelt gang und gäbe. Psychologische Mittel zur Effizienzsteigerung sind bei Arbeitnehmern und sogar Schülern zu einer Selbstverständlichkeit geworden. Masashi Yasuda ist Chefsekretär der Westjapanischen Eisenbahnergewerkschaft. Viele Gewerkschaftsmitglieder kennen solche Nachschulungen oder Nikin Kyoiku. Nikin Kyoiku wird gerade Zugführern sehr oft verordnet. Denn die Fehler unterlaufen meist ihnen. Sie können den Bahnsteig verfehlen, Haltesignale übersehen oder in unvorhergesehenen Situationen die falschen Entscheidungen treffen und nicht anhalten, wenn sie es eigentlich müssten. Es gibt viele potenzielle Fehlerquellen. Doch die Angestellten von JR West erwartet bei der Nachschulung kein gewöhnliches Trainingsprogramm. Verstehen Sie, was Sicherheit heißt? Diese Nachschulungen sollen ihnen das Ausmaß ihrer Verantwortung verdeutlichen, sowie die möglichen Konsequenzen ihrer Fehler. Allerdings erfolgt das durch lautes Anschreien. Zeigen Sie Reue. Nötigung. Was haben Sie getan? Erniedrigung. Was haben Sie getan? Es geht um Bestrafung. Für die Dauer der Nachschulung müssen die Angestellten ihrer regulären Tätigkeit fernbleiben. Sie erfahren nicht, wie lange die Nachschulung dauern wird. Und mit jedem Tag verdienen sie weniger Geld. Statt eine effektive Schulung zu erhalten, müssen die Teilnehmer niedere Dienste verrichten. Sie müssen beispielsweise Taubendreck beseitigen, endlose Berichte schreiben, eine Seite pro Stunde.
Die Gewerkschaften halten Nikin Kyoiku weniger für ein Training als für eine Strafe. Ich denke, bei diesem Vorgehen wurde dem Unglücksfahrer die Würde genommen. Das war pures Mobbing. Minoru Kagitani wurde 5 Monate Nikin Kyoiku verordnet, weil er sich bei einer Besprechung 2 Minuten verspätete. Die Nachschulung, die ich durchlief, war fürchterlich. Irgendwann dachte ich nur noch, wenn sie mich weiterhin so angreifen, halte ich das nicht durch. Dann muss ich kündigen und die Firma verlassen. Bei Kagitani soll Nikin Kyoiku ein schweres seelisches Trauma ausgelöst haben. Bei der Nachschulung haben mich die Manager beschimpft und zur Kündigung überreden wollen. Ich habe keinen Lerneffekt bei dieser Form von Nachschulung feststellen können. Ich habe immer behauptet, alles wäre in Ordnung. Ich habe vor meinen Freunden sogar damit angegeben. Aber in Wahrheit habe ich den Weg zur Arbeit gehasst. Die Nachschulung war wirklich sehr hart. Ryojiro Takami war erst seit 3 Wochen Zugführer, als er einen Bahnsteig verfehlte und zu Nikin Kyoiku geschickt wurde. Der Fahrer des entgleisten Zuges hatte schon einmal 13 Tage Nikin Kyoiku durchgemacht. In dieser Zeit musste er endlose Berichte und Aufsätze über seine Reue schreiben. Was ist das? Nochmal! Yasuda glaubt, Nikin Kyoiku hat bei dem jungen Zugführer einen nachhaltigen Eindruck hinterlassen. Meiner Meinung nach ist die Angst des Zugführers vor Nikin Kyoiku für das Entgleisen des Schnellzuges verantwortlich. Weil er die Nachschulung nicht noch einmal durchmachen wollte, fuhr er zu schnell. Und deswegen ist der Zug entgleist. Auch die Unfalluntersuchung berücksichtigt die Möglichkeit, dass die unternehmenseigene Nachschulung eine Teilschuld am Unglück trägt. Ich kann die Gedanken des Unglücksfahrers gut nachvollziehen. Ein junger Mann, Anfang 20, der eine solche Nachschulung schon einmal durchlaufen musste, will sie jetzt um jeden Preis verhindern. Selbst in meinem Alter war diese Maßnahme nur schwer zu ertragen. Der junge Fahrer von Schnellzug 5418M stand also zum Unglückszeitpunkt höchstwahrscheinlich unter enormem psychischem Druck. Selbst nach dem Unfall war J.R. West weiterhin von der positiven Wirkung der Nachschulungen überzeugt. Aus westlicher Sicht fragen wir uns, wie diese Nachschulungen überhaupt positive Ergebnisse erzielen sollen und die Sicherheit im Schienenverkehr sowie die Leistungsfähigkeit der Mitarbeiter verbessern sollen. Mit diesen Erkenntnissen lässt sich der Unglückstag rekonstruieren und erklären, wie ein Pendlerzug kurz vor dem Bahnhof einer japanischen Vorstadt entgleisen konnte, wobei 107 Menschen starben und 562 verletzt wurden. 10 Monate vor dem Unglück. Der Zugführer Ryojiro Takami durchläuft eine umstrittene Nachschulung des Bahnbetreibers J.R. West. Fortan legt er mehr Wert auf Strafvermeidung als auf die korrekte Durchführung seiner Arbeit. 25 Minuten vor dem Unglück. Hinter dem Steuer von Schnellzug 5418M übersieht Takami vor dem Bahnhof Takarazuka ein Haltesignal. Das Sicherheitssystem ATS löst eine automatische Notbremsung aus.
Das übersehene Haltesignal wird für den Zugführer betriebsinterne Konsequenzen haben. 4 Minuten vor dem Unglück. Das ATS-System weist Takami kurz vor dem Bahnhof Itami auf eine Geschwindigkeitsüberschreitung hin. Der Zug kommt viel zu spät zum Stehen. Es ist der 2. Fahrfehler innerhalb von 20 Minuten. 2 Minuten vor dem Unglück. Schnellzug 5418M liegt inzwischen 1 Minute und 20 Sekunden hinter dem eng kalkulierten Fahrplan zurück. Zugführer Takami weiß, dass ihm jetzt ein Disziplinarverfahren droht. Möglicherweise befindet er sich jetzt in einem derart panischen Gemütszustand, dass er die überhöhte Geschwindigkeit gar nicht bemerkt. Mit 116 Kilometern pro Stunde fährt er in die enge Kurve vor dem Bahnhof Amagasaki ein. Das ATS-System gibt jedoch keine Warnung ab. 4 Sekunden vor dem Unglück. Takami registriert die überhöhte Geschwindigkeit und zieht die Betriebsbremse, jedoch nicht die Notbremse. Vermutlich will er damit einen dritten Verstoß vermeiden. 9.18 Uhr. Das Unglück geschieht. Sieben Menschen kommen ums Leben. Doch trotz all der Fahrfehler hätte das Unglück nicht passieren dürfen. Das ATS-System hätte eingreifen und den Zugführer sowie die Passagiere retten müssen. Am Unglückstag war das System schon zu einem früheren Zeitpunkt eingeschritten. Doch im Gegensatz zu anderen Streckenabschnitten der Fukushiyama-Strecke, auf denen es ausgelöst wurde, waren in den Kurvenbereichen keine ATS-Sensoren installiert. Zum Unglückszeitpunkt war die Bahngesellschaft JR West zum Einsatz des ATS-Systems auf ihren Strecken nicht verpflichtet. Wenn es in jener Kurve das ATS-System gegeben hätte, wäre es wohl kaum zu dem Unfall gekommen. Nach dem Unglück wurde der frühere JR West-Vorsitzende wegen Fahrlässigkeit angeklagt, weil in der Kurve kein ATS installiert war. Das Gericht entschied jedoch, dass der Unfall nicht vorhersehbar war und sprach ihn frei. Mittlerweile ist für japanische Bahngesellschaften der Einsatz von ATS in Kurven gesetzlich vorgeschrieben. Seine Nachschulungen führt JR West noch immer durch. Sie mussten so viel wie möglich aus ihren Angestellten herausholen. Aber diese Nachschulungen haben genau das Gegenteil bewirkt. Sie haben keinesfalls zu einem sicheren Schienenverkehr beigetragen. JR West argumentiert, die Firma hätte im Vergleich zu anderen Bahngesellschaften deutlich höhere Sicherheitsstandards und würde der Sicherheit höchste Priorität einräumen. Außerdem würde das firmeninterne Nachschulungskonzept überarbeitet, um es noch wirksamer zu gestalten. Darüber hinaus betont das Unternehmen, dass für die betreffende Kurve eine Geschwindigkeitsbegrenzung bestand, auch wenn man sich über die Gefahren dieses Streckenabschnitts nicht im Klaren war. Dennoch existierte in dieser Kurve zum Unglückszeitpunkt kein einziges Mittel zur Geschwindigkeitsbegrenzung. Satoshi gehört zu den wenigen Überlebenden aus dem zweiten Waggon. Es hat lange gedauert, bis ich die Auswirkungen des Unfalls auf mein Leben verarbeitet hatte. Ich habe gelernt, wie wertvoll das Leben ist. Es kann so schnell zu Ende sein, einfach so. Mir ist bewusst geworden, dass ich nur dieses eine Leben habe.